Hallo, liebe Freifahrt-Zuschauer oder Aloha und Ahoi. Ich habe heute einen Artikel veröffentlicht, das ist im Grunde ein Kommentar, und zwar zu etwas, was die Südwestpresse am 1. März veröffentlicht hat. Da hat die ein paar Politiker, Landräte, Bürgermeister und so im Kreis gefragt zum Thema Hetze in sozialen Medien. Ja, Hetze, Hetze. Da wurde auch der Landrat Heiner Scheffold gefragt im Alb-Donau-Kreis. Und der ist ja derjenige, der das Jugendamt verantwortet, das unter anderem gegen mich vorgegangen ist. Gesagt hat, ich würde meine Kinder gefährden, weil ich mit denen über das Wechselmodell rede. Das ist die gleichberechtigte Betreuung der Kinder nach Trennung der Eltern. Ja, was da eine Kindeswohlgefährdung ist, wenn man mit seinen Kindern drüber spricht, weiß nur das Jugendamt und der Landrat. Und der Heiner Schäfer hat auch zu verantworten, dass Eltern mit Behinderung ein 2,5-jähriges Kind genommen wurde. Darüber habe ich auch schon ein Video gemacht, auch darüber Freifam berichtet. Dann, als es aktuell war, so vor, ich glaube, 2,5, 3 Jahren, mehrere Videos gemacht. Schaut es euch an. Auf jeden Fall, die Südwestpresse fragt den Landrat Heiner Scheffold, wie er denn das sieht mit der Hetze, Hetze, Hetze im Internet. Und mal abgesehen von dem Rest, der da in dem Artikel drinsteht und rauskommt bei dem, was der Landrat sagt, schaut euch den Artikel an, den ich dazu heute veröffentlicht habe, gibt es eine Sache, die ich köstlich finde. Ja? Also die Südwestpresse fragt den Landrat und was fällt dem ein? Freifam. Ja, also da weißt, was dem Landrat Heiner Scheffold vielleicht schlaflose Nächte bereitet oder wo er vielleicht wirklich eine Gefahr sieht, dass vielleicht seine bislang makellose Karriere als Landrat im Alb-Donau-Kreis Schaden nimmt, weil wenn das jetzt hier im Kreis vielleicht dann so passiert, dass die Leute hier denken, irgendwie hat er frei vom Recht, ja. Wer will schon einen Landrat haben, der sein Jugendamt benutzt, um Andersdenkende zu unterdrücken durch Kindesentzug oder Eltern mit Behinderung zu benachteiligen? Will keiner haben, ja. Also, ach Gott, wenn das alles stimmt, was Freifam da berichtet, und natürlich stimmt's, dann wäre das ja kein Demokrat, der Landrat. Und da fällt halt dem Herrn Heiner Scheffold gleich mal Freifam ein. Und als einziges, ja, er nennt nichts anderes. Und das ist natürlich eine seltene Ehre, die man da von dem Landrat bekommt. Und es freut mich auch, ja, dass das wirklich so ein Stachel ist im, wie ich finde, demokratie- und kinderfeindlichen Gehirn des Herrn Scheffold. Das freut mich, ja. Und ich hoffe, dieser Stachel tut ihm so richtig weh, ja. Das hoffe ich doch. Und das Hetze ist, sagt er gar nicht. Das sagt ja dann nachher der Redakteur der SWP. Aber das könnt ihr dann im Beitrag lesen, ne? Gut, falls der Herr Scheffold zuschaut, Grüße von hier. Und Herr Scheffold, der Stachel, der wird noch tiefer reingedrückt, es kommen noch ein paar mehr dazu. Seien Sie sich sicher. Ja? Dann können Sie weiter jammern in der Südwestpresse, die Ihnen ja offensichtlich zugeneigt ist und immer gern an Ihrer Seite gegen investigative Journalisten arbeitet. Zumindest im Fall vom Freifam. Steht auch im Artikel drin, den ich heute veröffentlicht habe. Danke fürs Zuschauen. Ciao zusammen.